Wie lange ist Ihre Frau schon im Bezirkskrankenhaus? Ziemlich lange, schon fast also 12 Wochen. 12 Wochen? Mhm. Und deswegen fahre ich ja jeden Tag hierher. Und besuchen Sie die, oder? Ihre Frau? Ja. Ah, schön. Wie lange bleiben Sie dann täglich bei ihr? Jetzt weiß ich da, wenn ich nach der Arbeit losfahre, bin ich um 5:30, also 5:50 da. Mhm. Und dann bleibe ich immer so bis um 7:45, 8:00 sowas meistens. Abends? Genau. Und als was arbeiten Sie? Also in welchem Berufsfeld sind Sie tätig? Wir machen also Teile für MAN machen wir. Ah, okay. Interessant. Alles MAN, ja. Und haben wir viel Arbeit zur Zeit jetzt. Ist gut, oder? Läuft gut. Gehalt stimmt auch. Schau daneben und links und rechts, Digga. Hm? Am 25. Juni geht ja die zweite Bundesliga los, gell? Mhm. Genau, da spielt dann 60 daheim dann. Bleib bei den ersten Spielen hin. Ja. Ich kann sogar mein Plastik sein, es gebrokert, jetzt machen wir es los. Hast du es gesehen, hä? So, hey, Digga. Hast du Foto gemacht? Ich hoffe schon, Digga. Ja, nee, ich tu noch auf. Hoffe aber passiert was. Chill, 6 Minuten noch. Ja. Fahr ich mit der bis zum Ausbahnhof und dann steige ich die S1 zum. Okay. Kann ich nochmal Ihre Frau sehen, ihr Bild? Ja, okay. Ganz kurz, bevor sie wechseln. Gerne. Ist ein hübscher Mensch. Ich will, dass sie zu spät kommen. Ich schon nur danke. Ja. Servus, schönen Abend noch, schönen Feierabend, geil. 5 Kilo abgeratzt, ja. Servus. Hast du seine Frau gesehen, Digga? Die war so hässlich wie mir.